Hallo, willkommen bei uns im Kanal und wir zeigen euch heute die ersten beiden Dirti-Sorten. Dirti, Dirti, Dirti. Wie auch immer das ausspricht, man hat uns auf TikTok schon korrigiert, dass es Dirti heißt. Okay, es gibt also als erstes einmal Basti Blueberry von Shirin David und einen Candy Shop Taste. Alles in, ich sag mal so, Girly-Farben, nenne ich es mal. Pink und auch so ein... Was ich echt nicht schön finde, es sieht zwar schön aus, aber ich glaube, das muss einfach nicht sein heutzutage. So ein Aluminium-Schuber obendrauf für nichts. Einfach nur Müll, den man nicht braucht, denke ich. Vielleicht ist es auch nur auf der ersten Edition, so als Collector's Edition oder sowas. Das ist weil eigentlich der Release am 20. August sein sollte und wir haben heute den 24. und 25. Das gibt es in einzelnen Läden schon zu kaufen. Deswegen haben wir uns auch entschieden, das Video zu machen und zu veröffentlichen. Also fangen wir doch mal mit der Sorte an, auf die wahrscheinlich alle gewartet haben, nämlich Candy Shop. Da gibt es die Beschriftung zu Candy Shop. Verwandelt deinen Mund in einen Süßigkeitenladen. Das wollen wir mal sehen. Wir machen hier das Ding ab. Ansonsten ist es halt eine normale Dose, halber Liter drin, Zutaten, Nährwerte hier mal drauf, 36 Kilokalorien, 8,6 Gramm Zucker, ja, erstaunlich wenig Tee ist da drin. Wo ist denn die Zutaten hier, seht's mal. Hier sind 0,1% Weißtee-Extrakt drin, also Wasser, Zucker, Säuerungsmittel. 0,1% Weißtee-Extrakt. Naja, schauen wir uns mal an, ob es denn wenigstens schmeckt. Viel Kohlensäure ist scheinbar nicht drin. Die Dose ist auch sehr dünn. Und dann wollen wir es euch doch mal zeigen, wie denn die Dirty aussieht. Also die Farbe ist schon mal auf Candy Shop angepasst und vom Geruch her, irgendwo erinnert mich das dran. Also jetzt nicht intensiv wie vor Bro oder vor wie Capital Bra Eistee, aber durchaus sachte. Ja. Okay, also dann schauen wir mal den Blueberry an. Da ist scheinbar ein bisschen mehr Kohlensäure drin, die hat ein bisschen mehr gezischt. Von der Farbe hätte ich jetzt eigentlich blau erwartet, aber es ist gleiche Farbe. Jetzt auch nicht so intensiv. Gut. Also zum Durstlöschen kalt auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut. Nicht zu süß. Nicht zu extrem irgendwie. Kann man machen. Außergewöhnliche Sorten sind es jetzt auch irgendwie nicht. Blueberry, Cotton Candy ist jetzt nichts, was einem vom Socker haut. Auch hier nochmal Weißtee. Hier ist Schwarzteeextrakt drin, 1% Heidelbeerkonzentrat, Saftkonzentrat, 0,12 Schwarztee. Also, ja, soll am 20. August eigentlich erscheinen, ist jetzt schon bei einigen Märkten auch aufgetaucht. Denke, dass es in den nächsten Tagen, Wochen überall live geht. Also das Kaufland, die anderen auch bekommen, Amazon, wir haben auch schon ein paar da, aber wir sollten eigentlich nicht verkaufen. Wir überlegen uns das bis morgen.